Wir sind zwar eine Landschule, aber im Endeffekt lässt sich diese ganze Aktion ja auch virtuell planen. Natürlich können wir keine echte Rakete bauen, das geht ja nicht, das wird jeder einsehen. Aber viele von diesen Technologien wurden zum Teil ja auch in Bayern entwickelt, die heute auf der Curiosity unterwegs sind. Und unsere Schüler sollen eben dann auch die Chance haben, verschiedene dieser Experimente nachzuvollziehen. Die Herausforderung für uns war es einfach, diese drei Fächer mal zu bündeln. Und letztendlich ist ja im wirklichen Leben auch so, dass die Dinge fächerübergreifend, fächerverbindend sind und nicht mehr solche Einzelkämpfer gefragt sind. Und wir wollten das halt unseren Schülern vermitteln und die Begeisterung, die wir als naturwissenschaftliche Lehrer für dieses Projekt hatten und immer noch haben, wollten wir auf unsere Schüler übertragen. Um die unglaubliche Entfernung von über 50 Millionen Kilometern zurückzulegen, bedarf es eines ganz besonderen Fahrzeugs. 2 Jahre wird unsere Reise dauern. Deshalb forschen wir an Bakterien und an Algen, die photosynthetisch aktiv sind, um uns auf dieser Reise mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Unterm Strich waren ganz viele Aktionen dabei, die für die Schüler sehr gewinnbringend waren, aber auch für die Lehrer viel Freude gemacht haben zum Vorbereiten, weil man eben mal die Chance hatte, außerhalb des routinierten Schulalltagsbetriebes eine Idee umzusetzen. Und genau das ist uns, denke ich, einigermaßen gut gelungen. Und wenn wir den einen oder anderen Schüler da begeistern konnten, dann würden wir uns da sehr drüber freuen.